Woche bekommst du die unendliche Kraft der Engel zu spüren und was sie für dich als Information haben, welche Botschaft sie für dich haben und welcher Edelstein dir dabei helfen kann, das erfährst du gleich nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass du dabei bist und vielleicht bist du jetzt zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet. Mein Name ist Barbara Masur. Ich bin Engelmedium, spirituelle Heilerin für Menschen und Tiere und ich helfe auch dir gerne bei deinen Schwierigkeiten, bei deinem Problem, was auch immer dein Anliegen ist. Schreibe mir gerne auf meiner Internetseite www.seelen-geflüster.de. Sie wird auch hier eingeblendet. Erfährst du vieles über mich und meine Arbeit und ich würde mich freuen, dich unterstützen zu dürfen. Jetzt kommen wir aber zum nicht zum Tagesorakel, sondern zum Wochenorakel von den Engeln. Und dieses Mal haben sie mich geführt zum Engelset Kraft der Engel von Udo Golfmann und ich freue mich sehr und ich bin gespannt, welche Botschaften sie für uns haben. Und welcher Edelstein vor allen Dingen auch dir dabei helfen kann. Und du kannst auch schauen, ob ich vielleicht diesen besagten Edelstein dann in meinem Shop anbiete. Habe dann natürlich nicht alle einen Diamanten oder so. Den kannst du bei mir nicht erwerben. Könnte ja sein, dass du da die Karte Gott ziehst, also Schöpfer oder Urquelle. Ich schau mal, noch bin ich am Mischen, noch sagen die Engel, ist nun, aber jetzt geht's los, jetzt darf ich hier so langsam anfangen. Die soll ich auch direkt noch nehmen und jetzt noch einmal, da stopp, da sagt schon wieder jemand stopp. Und jetzt habe ich alle vier Karten. So. Und dann so, bitteschön. Hier sind die vier Karten der Engel und du darfst dich für eine dieser wunderbaren Karten entscheiden. Wenn du dich für die 1 entschieden hast, dann haben die Engel diese Information für dich. Finanzielle Fülle. Geld fließt auf unerwartete Weise zu. Öffne dein Herz für die tollen Möglichkeiten. Sehr schön. Ja, das ist eine ganz tolle Botschaft. Und es ist wichtig, ne, sagen die Engel, dass du dein Herz öffnest. Stelle dir also vor, wie dein Portemonnaie sich füllt, wie die Zahlen auf deinem Bankkonto immer, immer weiter steigen und gar nicht aufhören wollen, sich ins Positive zu verändern. Und stelle dir auch vor, wie du dieses Geld mit Freude ausgibst, wie du es mit anderen teilst, ne, wie du anderen damit helfen kannst. Und aber natürlich auch, wie du es für dich ausgibst. Ne, das, für das, womit du dann wiederum die Welt bereicherst. Also das ist immer wichtig, ne, dass wir dann nicht ins Egoistische gehen, sondern ja, schauen, dass es auch anderen hilft. Manchmal ist es auch tatsächlich ein Auto, weil wenn wir nämlich dann dadurch erst die Möglichkeit haben, zu anderen hinzukommen und ihnen zu helfen, dann ist zum Beispiel auch ein Auto wichtig. Also darfst du dir natürlich auch tatsächlich materielle Dinge wirklich vorstellen. Also genau, schränke dich da nicht ein. Es geht halt darum, dass es keine unnützen Dinge sind, ne? Wenn du ein Auto hast, brauchst du ja kein zweites zum Beispiel. So, okay. Der Edelstein wäre der Dioptas. Okay, also, den habe ich nicht in meinem Shop, das weiß ich. Denn ich habe ja gerade erst alle Edelsteine aufgeschrieben und veröffentlicht. Genau, also, die habe ich nicht. Da musst du dann tatsächlich mal schauen. Im Internet bestimmt findest du ihn irgendwo oder in einem guten Laden, der
entsprechend Heilsteine anbietet. Ja, finanzielle Fülle. Es ist natürlich unser Geburtsrecht, ne? Finanzielle Fülle und himmlische Fülle zu erfahren. Also da gehört, also himmlische Fülle zu erfahren, und da fällt auch die finanzielle Fülle drunter. Fordere dieses Recht wieder ein. Ja, rufe die Engel der Fülle, der jetzt in diesem Fall der finanziellen Fülle an deine Seite. Na, achte tatsächlich auf deine Wortwahl, nicht, dass du nachher Fülle dir bestellst und dann an Gewicht zunimmst oder so. Und da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, tatsächlich. Du kannst natürlich auch immer den Engeln sagen, optimal, ne? Die optimale Fülle. Ich würde mich ja freuen, wenn ich ein paar Kilo mehr auf den Rippen habe. Das würde mir gar nicht schaden. Von daher, die Engel wissen immer, was für uns am besten ist. Also, ne, bestelle dir finanzielle Fülle, optimale Fülle, und ja, dann wird das werden. Genau. Und wie gesagt, wenn du dir den Dioptas besorgen möchtest, dann schau, wo du den findest. Er kann dich unterstützen, und er trägt diese Energien der finanziellen Fülle in sich und sorgt dafür, dass das Geld auf unerwartete Weise auch den Weg zu dir findet. Ich bin sehr gespannt. Schreib mir gerne in die Kommentare am Ende der Woche. Ja, so. Jetzt kommen wir zur Nummer 2, wenn du dich dafür entschieden hast. Dann, schau mal, ist diese Woche Erzengel Raziel an deiner Seite. Und er möchte dich unterstützen. Er möchte Gottes Geheimnisse mit dir teilen. Du bist eine spirituelle Seele. Göttliche Geheimnisse werden sich dir durch mein Geleit offenbaren. Wunderschön. Ja, auch eine ganz, ganz tolle Botschaft. Und ja, rufe du Erzengel Raziel an deiner Seite. Er ist jetzt da, und bitte ihn, dich zu unterstützen. Ne? Bitte ihn, deinen Geist zu öffnen, damit dir diese Geheimnisse offenbar werden. Bitte ihn, die Brille der Verblendung sozusagen abzunehmen, damit du die Wahrheit siehst, aber damit du natürlich auch Zugang bekommst, ne, zu den Geheimnissen. Und wir bekommen immer so viel Zugang, wie wir auch ertragen können, also wie, oder verarbeiten können. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Ne? Erzengel Raziel würde uns niemals etwas, niemals göttliche Geheimnisse verraten, die uns so aus der Bahn werfen würden, dass wir damit nicht zurechtkommen. Also da brauchst du keine Angst zu haben. Und ja, Erzengel Raziel wirkt auf das dritte Auge, und du kannst dir den Amethysten zur Seite holen. Findest du auf jeden Fall in meinem Internetshop, entweder als Kette oder als Engel. Genau, da kannst du einfach schauen, wenn du den möchtest, natürlich immer nur. Das ist ja alles ein freiwilliges Angebot von mir. Genau. Und er wird dir helfen, dieser wunderbare Stein, damit du mehr Zugang bekommst zu diesen göttlichen Geheimnissen, damit Erzengel Raziel noch intensiver und einfacher quasi auf dich einwirken kann, auf dich wirken kann, ne, damit du dich seinen Energien besser öffnen kannst. So. Ja, wunderschön. Ja. Also, Erzengel Raziel, du bist bereit, ne, den nächsten Schritt zu gehen, diese Geheimnisse, dass sie dir offenbart werden, und wenn du irgendwie noch Blockaden fühlst, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass es noch Altes aufzulösen gibt. Da helfe ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne bei.
Wunderschön. Hilfreich ist natürlich auch dazu, in die Meditation zu gehen. Gerade der Amethyst ist ja auch ein wunderbarer Meditationsstein. Und dann, denn wenn wir in der Stille sind, kannst auch rausgehen in die Natur zum Beispiel. Dann bekommen wir leichter Zugang zu den Engeln und zu deren Antworten vor allen Dingen. Ja. So, dann komme ich jetzt zur Karte Nummer 3. Wenn du dich für die 3 entschieden hast, schau mal, dann haben die Engel diese Woche Folgendes mit dir vor. Reise. Oder sogar die Reise. Eine Reise kann dir Erholung schenken. Du trägst die Energien in dir, eine ausschlussreiche spirituelle Expedition anzutreten. Oh, das ist ja wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir viel Freude bei dem, was auch immer du vorhast. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen. Das würde mich echt freuen. Ja, ganz toll. Also, die Engel der Reise, du kannst sie dir an deine Seite rufen, damit sie dich begleiten, ne? Damit sie, ja, also zu dieser aufschlussreichen spirituellen Exkursion, damit sie dich führen und ja, dir den Weg zeigen. Es kann sein, zum Beispiel, dass du Hinweise bekommst, ein Seminar zu besuchen, ne? Das dann, wo du dann hinreisen darfst zum Beispiel. Na, das wäre jetzt so. Das kommt mir gerade so rein. Ja, es muss jetzt nicht zwangsläufig bedeuten, dass du physisch reist. Ne? Das, ja. Es kann auch eine geistige Reise sein. Ja. Oh, wunderschön. Genau. Als Heilstein hilft dir da der Topas. Da kannst du, ich bin gerade im Überlegen. Es kann sein, dass ich den als Armband, dass der Topas als Armband mit in einem meiner Armbänder verarbeitet ist. Einfach bitte schauen, ansonsten findest du natürlich auch in einem tollen Geschäft bestimmt, in deinem Ort oder ja, in dem spirituelle Gegenstände angeboten werden oder halt im Internet einen Topaz, wenn du denn möchtest. Ja, so schön. Falls du gerade überlegst, umzuziehen, ne, falls es dir in deinem Zuhause nicht mehr gut tut, dann hast du natürlich hier die Bestätigung der Engel, dass es, ja, dass dieser Gedanke passt und dass es richtig ist, sich jetzt zu kümmern, sich umzuschauen. Ja, genau. Und wie gesagt, die Engel der Reise unbedingt um Hilfe bitten, damit sie dich auch entsprechend führen. Also, kann auch, wie gesagt, es kann sich sogar tatsächlich um einen Umzug handeln. Also, es gibt so viele schöne Plätze auf der Erde. Ja. Öffne also dein Herz und überlass den Engeln das Wie vor allen Dingen. Das ist immer wichtig. Und auch das Wann. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, ich freue mich über deine Rückmeldung. Und jetzt kommen wir zur Karte Nummer 4. Wenn du dich für die 4 entschieden hast, schau mal, dann ist dieser wunderbare Engel an deiner Seite, Erzengel Raphael. Und Erzengel Raphael hat folgende Botschaft für dich. Neue Vitalität und Lebensfreude. Schenke mir dein Vertrauen. Ich leite dich zu deiner Vitalität. Ich werde dich begleiten, den Sport und die Ernährung zu finden, die du für dein Leben benötigst. Sei bereit, jetzt ein vitaleres Leben zu beginnen. Ich stehe dir zur Seite. Also, du hast es wahrscheinlich gemerkt,
Der Text ist sehr klein geschrieben. Ich musste mich ein bisschen anstrengen, da alles lesen zu können. Ja, sehr, sehr schön. Wunderbar. Ja, und natürlich, Erzengel Raphael hat natürlich die smaragdgrüne Farbe. Und deshalb ist der Smaragd ein wunderbarer Stein. Also der Stein von Erzengel Raphael, in dem seine Energien wirken. Und den kannst du dir ja am besten natürlich anhängen oder aber auch in die Hosentasche tun, damit du ihn immer bei dir trägst. Ja, damit Erzengel Raphaels Energie stets in deiner Nähe ist, also bei dir ist. Also und auch dein Körper, Geist, Seele, System über diesen Stein nochmal ganz besonders wirken kann. Ja, einen Smaragden habe ich nicht in meinem Shop im Angebot. Da musst du dich bitte anderweitig umschauen. Ich denke, da wirst du wohl was Passendes finden. Ja, neue Vitalität und Lebensfreude ist ja wunderbar. Gerade jetzt in dieser Zeit. Ne? Das ist klasse. Jetzt ist es ja oft so, dass wir viel im Haus sind, wir gar nicht so gerne raus mögen. Und ausgerechnet heute ist so ein herrlicher Tag, jedenfalls hier bei uns in Backnang. Also er würde sich direkt anbieten, hinauszugehen und Sport zu machen. Und sei es nur ein Spaziergang. Auch ein Spaziergang ist so wohltuend. Ja, genau. Sehr schön. Ja. Öffne dein Herz, öffne deinen Geist und lass Erzengel Raphael dich führen zu dem, was gut für dich ist. Manchmal ist es so, dass wir uns eine ganz andere Sportart vorstellen, die aber gar nicht so passend für uns ist. Also lass ihn dir helfen, bitte ihn um Zeichen, damit du genau die optimale Sportart für dich findest oder was auch immer, ne, was er da sagt, was er da für dich bereithält, was dir zu neuer Lebensfreude, mehr Vitalität und Freude verhelfen kann. Ja, sehr schön, wunderbar, toll. Ich bin wieder sehr begeistert von den wunderschönen Botschaften, die ihr bekommen habt. Und ich natürlich auch, denn auch ich entscheide mich natürlich immer für eine Karte, wenn ich fertig bin mit dem Mischen. Und einfach klasse. Immer tue ich es nicht, aber oft sage ich, muss ich sagen. Ja, wunderschön. Ich freue mich, bedanke mich jetzt erstmal bei dir fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei den Engeln für diese wunderbaren Botschaften. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen, gesegneten Tag in der Liebe und im Licht, in der Freude der Urquelle. Ja, die Liebe ist mit dir, der Frieden ist mit dir. Und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich dir einfach eine wunderbare, schöne Zeit. Und wenn du mir folgen möchtest, dann tu das gerne. Abonniere diesen Kanal, das würde mich sehr freuen. Teile dieses Video mit vielen Menschen und auch bei YouTube. Bei YouTube, da sind wir jetzt ja gerade. Ich wollte sagen, bei Telegram, bei Instagram, Facebook und bei Twitter findest du mich auch. Auch da darfst du mir gerne folgen. Da gibt es immer mal wieder Botschaften. Auch dort unterscheiden sie sich teilweise auch von dem, was du hier siehst. Je nachdem, was die Engel sagen, gibt es für bestimmte Kanäle oder spezielle Kanäle spezielle Botschaften. So. Genau. Also, ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt einen tollen Tag. Alles Liebe, deine Barbara Masur. Tschüss.